Hallo zusammen. Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer ersten Sitzung, in dem wir uns mit der nächsten Frage beschäftigen wollen, nämlich, was ist das eigentlich buddhistische Philosophie? Wir haben bisher nur über die Person des Buddha gesprochen und wollen jetzt einmal genauer einen Blick darauf werfen, was wir eigentlich vorhaben in den nächsten Wochen. Nun, wenn ich sage, wir wollen uns mit dem Buddhismus als Philosophie beschäftigen, dann heißt das, wir wollen uns auf die philosophischen Aspekte des Buddhismus konzentrieren. Man kann natürlich den Buddhismus auch anders betrachten. Also man kann sich beispielsweise mit der Geschichte der buddhistischen Texte auseinandersetzen. Man kann sich mit den religiösen Festen im Buddhismus beschäftigen. Man kann die Gebetspraxis im Buddhismus studieren. Alles das sind sehr interessante Fragen, aber sie sind nicht unser Thema. Der Buddhismus hat sicherlich viele andere Aspekte. Aber unser Fokus hier liegt auf dem Buddhismus als Philosophie. Das heißt, wir betrachten den Buddha als einen Philosophen und wir studieren die Philosophie dieses Buddha. Sie können sich das ganz analog so vorstellen, wie wenn wir beispielsweise ein Seminar über Epikur und den Epikureismus machen würden. Wir betrachten Epikur als einen Philosophen und studieren die Philosophie des Epikur, ganz unabhängig davon, was der Epikureismus sonst noch alles für Bedeutungen haben könnte. Aber jetzt werden Sie vielleicht sagen, ist denn der Buddhismus überhaupt eine Philosophie? Ist das nicht vielmehr eine Religion? Nun, das ist eine Frage, die oft und eigentlich immer wieder gestellt wird und zu der man leider sagen muss, es ist keine sinnvolle Frage. Sinnvoll ist sie allein schon deshalb nicht, weil beide Sachen einander nicht ausschließen. Es ist durchaus möglich, dass etwas sowohl eine Philosophie als auch eine Religion sein kann. Die beiden Sachen stehen ja nicht in einem Gegensatz zueinander. Ich würde sagen, ja, es gibt eine Philosophie des Buddha. Bloß, was soll das jetzt eigentlich heißen? Was ist denn eigentlich eine Philosophie? Ja, gut, das ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen deswegen, weil es selbst schon wieder eine philosophische Frage ist. Also die Frage, was ist Philosophie, ist eine Frage, die in der Philosophie selbst kontrovers diskutiert wird und auf die es keine klare Antwort gibt. Trotzdem, ich denke, wir können uns diesem Begriff ganz gut annähern, indem wir beispielsweise sagen, Philosophie ist eine systematische Lehre, die einerseits die objektive Realität und andererseits unser subjektives Dasein darin in einer systematischen und rationalen Weise beschreibt und erklärt. Das heißt, Philosophie hat unter anderem als ihre Komponenten eine Metaphysik, das heißt eine Theorie darüber, wie die Welt eigentlich beschaffen ist, was für Dinge es in der Welt gibt. Sie hat als weiteren Bestandteil eine Erkenntnistheorie. Das heißt, sie gibt uns Antwort auf die Frage, wie erkennen wir eigentlich die Realität? Und darüber hinaus umfasst sie auch noch eine Ethik und eine Anthropologie. Das heißt, sie beantwortet die Frage, was sind wir eigentlich für Wesen und wie sollen wir in dieser Realität leben? Nach welchen Prinzipien sollen wir uns verhalten? Das Besondere an der Philosophie ist, dass sie das nicht einfach nur verkündet, und nicht weiter erklärt, woher sie das weiß, sondern die Philosophie erhebt den Anspruch auf rationale Begründung dessen, was sie da lehrt. Und in diesem Sinne ist der Buddha sicherlich ein Philosoph. Die Lehre des Buddha ist ein umfassendes System der Realität und des Daseins. Also dieser Punkt ist ohne weiteres erfüllt. Und diese Lehre ist auch eine Erkenntnis. Es ist keine Offenbarung, also nichts, was dem Buddha von einem höheren Wesen geoffenbart worden ist und was man dann einfach nur glauben muss, Kraft seiner Verkündigung, sondern es ist eine Erkenntnis, zu der er aus eigener Kraft gelangt ist und die prinzipiell auch rational von jedem Menschen verstehbar ist. Die Lehre des Buddha richtet sich auch an alle Menschen, also im Prinzip nicht nur an die Menschen, sondern an alle denkfähigen Wesen, gleich welcher Spezies sie angehören müssen. Das buddhistische Universum wird bevölkert von diversen anderen Wesen, die nicht nur menschlich sind und die auch wie die Menschen gleichermaßen dem Kreislauf der Wiedergeburt unterworfen sind. Und an alle diese Wesen richtet sich prinzipiell die Lehre des Buddha. Sie ist also nicht kulturrelativ.
Sie ist eigentlich nicht mal speziesrelativ, müssten wir sogar sagen. Grundsätzlich kann diese Lehre von jedem verstanden werden, ganz unabhängig von allen kulturellen, historischen, sozialen, geschlechtlichen und so weiter Bedingungen. Das heißt, Buddhismus ist in diesem Sinne eine Philosophie und kann in diesem Sinne als Philosophie verstanden und studiert werden. Was für eine Art von Philosophie ist denn jetzt aber der Buddhismus? Nun, um diesen Charakter der buddhistischen Philosophie zu demonstrieren, schauen wir uns mal ganz kurz ein kleines Zitat aus einer Rede des Buddha an. Und zwar, handelt es sich hier um eine Rede, die der Buddha in der Stadt Kesaputta gehalten hat. Die Einwohner dieser Stadt stellen ihm die Frage, wem sollen wir eigentlich glauben? Es laufen so viele Gelehrte und Meister und Yogis und Philosophen herum und jeder verkündet seine eigene Lehre. Wem soll man da eigentlich vertrauen? Wem kann man noch glauben? Der Buddha hat eine relativ klare Antwort auf diese Frage. Er sagt nämlich, geht nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach Tagesmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach bloßen Vernunftgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien und bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge, nicht nach der Autorität eines Meisters. Wenn ihr aber selber erkennt, diese Dinge sind heilsam, sind untadelig, werden von den Verständigen gepriesen und wenn ausgeführt und unternommen, führen sie zu Segen und Wohl, dann möget ihr sie euch zu eigen machen. Also was wir hier an diesem Zitat sehr gut erkennen, ist, dass der Buddha sagt, vertraut nicht auf Autoritäten, vertraut nicht auf Traditionen, vertraut auch nicht auf abstraktes Resonieren. Das Einzige, was zählt, das ist die eigene Erfahrung. An dieser Stelle hier sieht man ganz klar, für den Buddha muss sich die Philosophie in der konkreten Erfahrung bewähren. Das heißt, sie bewährt sich, wenn sie zum Freiwerden vom Leiden beiträgt. An diesem Zitat kann man, denke ich, ganz gut zwei Grundzüge der buddhistischen Philosophie festmachen. Nämlich erstens, sie ist empiristisch. Zweitens, sie ist pragmatisch. Empiristisch ist sie, weil sie die eigene Erfahrung ins Zentrum stellt. Die eigene Erfahrung wird zum Prüfstein für die Richtigkeit und Falschheit einer philosophischen Lehre. Die Lehre muss sich in der eigenen Erfahrung bewähren. Pragmatisch ist sie, weil sie die Theorie dem Ziel der Erlösung unterordnet. Das Wichtigste ist die Erlösung. Theoretische Fragen müssen sich hinter dieses Ziel der Erlösung anstellen. Diesen pragmatischen Charakter der buddhistischen Philosophie kann man ganz gut an drei Gleichnissen des Buddha verdeutlichen. Ich paraphrasiere das jetzt mal so ein bisschen. Sie finden die ausführlicheren Textpassagen auch bei sich in den Unterlagen, wenn Sie das nachlesen möchten. Das erste Gleichnis ist das sogenannte Gleichnis vom Floß. Der Buddha beschreibt seine eigene Lehre mit diesem Gleichnis wie ein Floß. Und zwar ist die Geschichte folgende. Jemand möchte einen Fluss überqueren und baut sich dazu ein Floß. Er setzt sich auf das Floß drauf, fährt über den Fluss drüber und als er am anderen Ufer angekommen ist, denkt er sich, nun, wenn mir dieses Floß so wunderbare Dienste geleistet hat bei der Überquerung des Flusses, dann brauche ich es wahrscheinlich noch. Warum packe ich es mir nicht also auf den Rücken und nehme es einfach mit auf meinem weiteren Weg? Und er schleppt das Floß weiter mit sich herum. Die Bedeutung ist relativ klar, würde ich sagen. Haltet nicht an der Lehre fest, ist die Message dieses Gleichnisses. Nur an den Dingen festhalten, die ihr gelernt habt, solange sie nützlich sind. Wenn wir feststellen, dass die Lehre zum Hindernis wird auf dem Weg zur Erlösung, dann müssen wir sie loslassen. Nur weil dieses Floß uns bei der Überquerung des Flusses gute Dienste geleistet hat, heißt das noch lange nicht, dass es in allen anderen Situationen genauso nützlich sein wird. Das nächste Gleichnis, die bekannte Parabel von den Elefanten. Ein König versammelt die von Geburt an Blinden in seinem Reich, in seinem Palast und lässt sie einen Elefanten betasten und fragt sie dann, nun, wie ist denn der Elefant so? Wie würdet ihr den Elefanten beschreiben? Und manche
betasten die Beine des Elefanten, sagen, der Elefant ist wie eine Säule. Andere betasten den Rüssel und sagen, er ist wie eine Schlange. Andere betasten den Schwanz und sagen, er ist wie eine Puderquaste oder so etwas. Und am Ende können sich die Blinden nicht darüber einigen, wie denn der Elefant eigentlich wirklich ist. Was soll das sagen? Nun, das bedeutet ganz einfach, seid skeptisch gegenüber theoretischen Beschreibungen. Nicht einfach das glauben, was wir sagen, sondern also nicht glauben, dass wir in der Lage sind, die Realität so, wie sie ist, korrekt zu erfassen. Nur weil wir die Welt so oder so sehen, heißt das noch lange nicht, dass sie so ist. Machen wir uns die Beschränktheit unseres eigenen epistemischen, erkenntnismäßigen Standpunktes bewusst. Und schließlich drittens das Gleichnis vom Pfeil. Der Buddha wird von einem anderen Yogi gefragt, warum er sich eigentlich nie äußern möchte zu theoretischen Fragen wie, ist die Welt endlich oder unendlich, gibt es eine unsterbliche Seele, ja oder nein? Warum gibt der Buddha auf diese Fragen keine Antwort, sondern schweigt sich immer darüber aus? Der Buddha antwortet mit diesem Gleichnis, indem er sagt, jemand wird von einem vergifteten Pfeil getroffen. Und anstatt sich den Pfeil herausziehen zu lassen, sagt er, ich werde den Pfeil nicht entfernen, bis dass ich nicht weiß, wer ihn geschossen hat, aus welchem Volk diese Person stammte, aus welchem Material der Pfeil beschaffen ist und so weiter und so fort. Bevor dieser Pfeil herausgezogen ist, wird die Person sterben. Das heißt, Erlösung ist das Ziel. Halten wir uns nicht mit theoretischen Fragen auf, die nichts zur Erlösung beitragen. Wenn theoretische Fragen nützlich sind, uns also weiterhelfen auf dem Weg zur Erlösung, dann sollten wir uns mit ihnen befassen. Wenn sie aber nichts dazu beitragen, dann sollten wir sie vergessen. Seien wir nicht wie derjenige, der den Pfeil im Leib stecken hat und fragen uns nicht, wer diesen Pfeil geschossen hat, sondern fragen wir uns, wie werde ich diesen Pfeil los? Das Freiwerden vom Leiden, das ist das entscheidende Ziel. Und hinter diesem Ziel der Erlösung müssen alle anderen theoretischen Fragen erstmal zurückstehen. Das Freiwerden vom Leiden ist das Einzige, was wirklich zählt. Aber was ist das Leiden und warum leiden wir eigentlich? Das ist die Frage, die wir dann beim nächsten Mal besprechen müssen.